Hallo und herzlich willkommen zurück bei Manor Lords Folge 2. Da sind wir in unserem, ja, in unseren Landen, beziehungsweise Lords Noose Landen. So muss man es ja eher sagen, ne? Denn es gibt nur einen Herrscher und das ist nun mal Lord Snoo. All das, was hier rot eingekreist ist, beziehungsweise war, jetzt sehen wir es wieder. Das gehört also zu uns und ja, wir können uns die Karte auch nochmal ganz kurz anschauen, denn ich finde ja die Topografie auch ganz interessant. Also wir sehen hier hinten, das gehört aber nicht mehr zur Karte, ist das eine oder andere, ja, an höherer Erhebung durchaus noch zu sehen. Und ja, wir selber sind ja hier vorne in dem Bereich, wenn mich nicht alles täuscht. Minimap sehen wir jetzt zwar gerade nicht, aber hier geht die Karte, der Weg lang. Und da geht es so leicht nach oben. Hier ist Ton. Und hier kommen wir tatsächlich dahin, wo wir dann auch hinwollen, nämlich in unser eigenes Gebiet. Und da sehen wir es auch nochmal, hier oben ist nochmal die höchste Erhebung hier in dem Gebiet. Ja, da wäre es noch ein bisschen mehr, aber es ist auch außerhalb der Karte. Und ja, Immenreuth nennt sich das Ganze. Und ich meine doch, wow, das habe ich auch noch nicht gewusst, dass wir da zum Tech Tree kommen, dass wir Immenreuth auch umbenennen können. Das wollen wir bestimmt auch gleich nochmal machen. Aber jetzt, da der Tech Tree hier offen ist, können wir da auch nochmal reingucken. Spezialisierte, 1, 2, Mensch hier, was ist denn nach einem harten Arbeitstag? Spezialisiert eure Region. Nachdem ihr die nächste Siedlungsstufe erreicht habt, erhaltet ihr einen Entwicklungspunkt. Schaltet Entwicklungszweige frei, um eure Region effizienter zu machen. Um Gesetze erlassen zu können, müsst ihr eure Verwaltungsstufe steigern, indem ihr Verwaltungsgebäude wie das Herrenhaus errichtet. Alles klar. So, hier könnten wir zum Beispiel den Namen ändern. Warte mal. Da interessiert mich jetzt nochmal, wie denn die anderen Länder heißen. Waldbrand, Nusslohe, Selbitz, Hofstetten, Goldhof, Zweiau und Eichenhau. Ja, hier ist ja immer ganz interessant, also so Regionen werden ja normalerweise auch nach Charakteristika irgendwie benannt. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Wald hier. Gut, das haben andere auch. Wir haben so ein bisschen Berg da. Immenreuth. Ja, ich gucke mir das gerade an und überlege, wie man es denn nennen könnte, aber so richtig komme ich auf nichts, was jetzt spannend wäre. Ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, Namensvorschläge für unsere Region. Und wenn Guter mit dabei ist, dann nehmen wir den. So, schauen wir mal. Also, Immenreuth Tech Tree. Wir haben hier drüben, denke mal, das wird zu Produktion sein und damit zu tun haben. Hier haben wir Handel, wenn ich das richtig sehe. Kann ich das hier auch? Ach ja, guck mal, kannst du auch nach oben schieben. Das hier ist Aussaat, Ackerbau und das hier ist Technik, möchte ich meinen. Köhlerei kann man freischalten. Einfache Rüstungsproduktion. Bienenzucht, Forstwirtschaft. Verdoppelt die Kapazität aller Beerenbüsche. Okay, warum das Forstwirtschaft ist? Fallenstellen, okay, ermöglicht Jägern die geschickte Auslegung, das geschickte Auslegen von Fallen im Wald, erzeugt permanentes passives Fleischeinkommen. Das ist schon mal gut. Verbesserte Tierverwertung, verdoppelt die Menge an Fleisch, die vom Jägern bezogen wird. Hier haben wir Streuobst, produziert Äpfel, Apfelernte findet jährlich ungefähr im September. Es dauert 3 Jahre, bis ein Baum vollständig ausgewachsen ist. Bis dahin ist der Erntertrag deutlich reduziert. Okay, finde ich cool, dass das so mit drin ist. Schafzucht, okay, das muss man jetzt freischalten. War in der Demo noch so möglich. Die vermehren sich langsam mit der Zeit. Dann schwerer Flug ermöglicht den Einsatz von Ochsen am Bauernhaus. Und Roggenanbau, Bewässerung, Dünger, Bäckereien. Wahnsinn. Muss man alles nach und nach freischalten. Das ist ja unglaublich. Handelslogistik. Rüstung. Köhlerei. Und daraus kommt dann Neues. Die Schachtminen. Aha. Verbesserte Rüstungsproduktion. Pelzproduktion. Verbesserte Bienenzucht.
Kriegt man dann Kerzen? Gespannt. Achso, warte mal, da gab es noch was. Gesetze. Gelassene Sätze 0 von 0. Jagdrevier. Wilde Tiere in üppigem Vorkommen pflanzen sich doppelt so schnell fort. Aha. Also, es gibt eine Menge. Schauen wir uns dann irgendwann an. Produktion ist gerade noch nichts drin. Na gut, also beim letzten Mal sind wir da stehen geblieben, dass wir zum einen hier den Holzfäller gebaut haben, zum anderen hier vorne in den Wald hinein, da das Jägerlager, und die dürften jetzt hoffentlich auch schon langsam anfangen loszulegen und letztendlich unsere Tiere, unser Wild, des Lords Wild, könnte man sagen, zu erlegen, dass wir ein bisschen mehr Nahrung haben, ne? Weil wir haben noch 18 Brot im Lager, während hier vorne jetzt der Brunnen im Bau ist. Und dann werden wir auch anfangen, die ersten Häuser zu bauen. Ja, aber wir müssen natürlich auch loslegen. Es muss natürlich auch was passieren hier, ne? Na, derzeit habe ich 3 nicht zugewiesene Familien. Das heißt, die bewegen sich frei und bauen, wann immer möglich, oder transportieren Sachen. Und 2 Familien, die zugewiesen wurden. Das heißt, einmal hier die Holzfäller und einmal die Jäger. Da kommt der Ochse. Der hat gerade Holz zum Brunnen gebracht. Die nette Katharina baut den Schacht. So, da ist der Brunnen fertig. Wunderbar. Das heißt, damit sind wir auf jeden Fall schon mal einen weiter. So, und jetzt drücke ich nochmal auf Pause, weil ich das natürlich wie immer spannend finde, ne? Also auch wenn wir jetzt hier anfangen, Häuser reinzusetzen, auch in den Wald zum Beispiel, dann werden die natürlich abgeholzt, die Bäume. Was das Ganze natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen verlängern würde. So, aber ich habe den Brunnen ja mit Absicht hier vorne hingemacht, dass es dann nicht ganz so weit entfernt ist. Allerdings werden wir auch mehrere Brunnen bauen müssen. Wird gar kein Weg dran vorbei. Wenn wir uns das Grundwasser nochmal anschauen, dann läuft das hier auch so in dem Bereich lang. Und die Brunnen bauen wir natürlich dorthin, wo Grundwasser ist. Würde mich interessieren, ob das möglicherweise auch irgendwann weniger wird, wenn wir mehrere Brunnen bauen, ne? Und da oben habe ich mir eigentlich vorgestellt, könnte das Herrenhaus hinkommen. Natürlich auf eine Anhöhe, so wie sich das gehört, für eine Verteidigungsanlage dann auch, ne? Und so ein bisschen Abstand zum Volk kann man ja auch durchaus mal wahren. Gut, Wohngebäude. Also Brunnen haben wir, Taverne kommt später, Hofstätte Stufe 1, variables Grundstück. So, jetzt bin ich gespannt. Flexible Felder. Einige Gebäude verfügen über flexible Grenzen. Bestimmt 4 Punkte, um ein Gebiet zu markieren. Der Cursor rastet an Straßen und Gebäuden ein und es wird versucht, eine möglichst natürliche Form zu erzeugen. Zweitens, definiert eine größere Fläche, um Platz für zukünftige Erweiterungen zu lassen. Die ersten 2 Punkte markieren standardmäßig die Vorderseite des Hauses. Okay. Das ist relativ einfach. Wir erinnern uns, dass es so war. Und ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Wir können jetzt natürlich hier auch erstmal noch eine Straße lang führen und dann gucken, dass wir hier links und rechts Häuser hinbauen und sagen, das wird dann erstmal Teil Nummer 1. Komm, lass uns erstmal eine Straße bauen. Straßen sind immer gern gesehen. Und auch da möchte ich natürlich wieder, dass wir schauen, dass wir den Weg so halbwegs so bauen, dass es nicht zu steil nach oben geht. Okay, da ist dieser Weg drinnen. Oh, na klar, von hier geht es natürlich auch nochmal weiter. Aber okay, also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir jetzt einfach hier vorne mal anfangen, ein Haus hinzubauen. Es muss immer ein Haus geben, was hier mitten
am Weg liegt. Ah ja, guck mal. Nicht genügend Material, das ist nicht schlimm. Das sind ganz schön große Grundstücke dann. Also wir könnten das jetzt auch hier tatsächlich... Ach, guck mal, da in diese Richtung kann man das auch. Ja, das ist deutlich weiterentwickelt worden, das finde ich gut. Vier nebeneinander und kann ich die jetzt einfach nehmen und hier nochmal ziehen? Nee, also im Nachhinein justieren geht leider nicht. So. 3 plus. 6 bräuchten wir davon. 2 könnten wir da hinbauen, aber... Dann lass uns nochmal neu anfangen. So, fangen wir mit Nummer 1 an. Warum auch nicht? Und machen wir mit Nummer 2 weiter. Guck mal, der hat jetzt hier noch die Möglichkeit für noch ein Gebäude. Ja. Fangen wir mal mit 2 Häusern an. Wir müssen ja auch erst noch mal ein paar von den Stämmen fällen, Bäume fällen. Und die müssen natürlich dann auch bearbeitet werden. Weißt du was? Da ist er. Lord Snu. Hopp. Hopp. Bursche, war das ein Anschlag auf deinen Lord? Nein, Herr, vergib mir, es war ein Versehen. Ah, hast du nochmal Glück gehabt, okay. Ja, nicht wundern, ich habe das Speicherintervall auf 5 Minuten eingestellt, sodass, wenn mal was abstürzt, wir auch nicht allzu viel verlieren von dem, was wir bereits haben. Schön wieder am Pfeifen ist. Ja, auch als Lord darf man dem holden Weibe hinterher gucken. Noch sind wir Single. Wie vermehren wir uns eigentlich als Lord? Hat er das vorgesehen, der Entwickler? Ja, und wenn ihr schnell laufen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch, indem ihr einfach Shift gedrückt haltet. Oh, Vorsicht, Ochse, Vorsicht. Oh, da wäre mein Bein hingewesen. So, hier liegen auch noch unsere ganzen Brote und dergleichen rum. Holz, ein bisschen Stein. Ja, und da müssen wir natürlich sehen, dass wir das dann gleich auch in ein Lagerhaus bringen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier den Wald so ein bisschen roden werde, weil hier haben wir ja noch genug und dass es dann alles eher so sich in diese Richtung weiterentwickelt. Zumal ich das Herrenhaus ja, wie gesagt, auch hier oben hinbringen möchte, so leicht an den Hang hinein heran und dann kommt hier der Bauernhof hin und dann ergibt es durchaus Sinn, dass wir unsere Stadt, unser Städtchen, unser Dörfchen hier in diesen Bereich reinbringen. Ja, ich weiß nicht, ob ich es vielleicht gut fände, wenn die Straßen auch gebaut werden würden. Ähnlich wie das bei Farthest Frontier ja auch ist. Statt dass wir die einfach jetzt hier wild reinziehen. Na, aber auch von hier vorne zum Beispiel. Oder dass die Straßen was kosten würden.
Jetzt muss ich mal gucken, wo denn hier die Straße lang ging. Da vorne irgendwo. Okay, also haben wir schon mal eine Straße durchgezogen. Ja, hier weiß ich auch nicht, ob die irgendwann größer werden, je mehr wir sie benutzen. Aber doch, das könnte ein Plan sein. Ich stelle mir vor, dass hier irgendwo das Dorfzentrum quasi entsteht. Hier einmal rum, vielleicht auch ein bisschen in runder Form. Dann könnte die Kirche hier vorne hin, der Marktplatz da vorne hin. Gasthaus natürlich, ne, die Taverne. Wobei ich natürlich, wie ich sagte, auch bemüht bin, kurze Transportwege zu haben. So, und jetzt muss ich auch nochmal gucken, wo werden denn meine Baumstämme angezeigt? Ach da, 9 Bauholz. Das ist gut. Ach, guck mal. Auch schön. Okay, da sind dann auf jeden Fall ist der Platz für unsere ersten 5 Häuser. Die hier hingebaut werden. Und ja, hier, wie gesagt, soll dann das Zentrum so ein bisschen entstehen. Und dann gucken wir mal, wie wir drumherum bauen können. Wichtig ist natürlich auch genügend Wege zu lassen. Und jetzt schauen wir mal zu, wie denn hier das Haus gebaut wird, weil das finde ich auch richtig gut gemacht. Ne? Da hat sich der Entwickler super viel Mühe gegeben. Dass es nach und nach hochwächst. Gut, über die Reihenfolge der Dachbalken, da kann man jetzt streiten. Ob das wirklich so wäre oder ob man es vielleicht doch anders anfangen würde. Aber grundsätzlich, hey, da vorne ist doch schon ein Haus fertig, das sehe ich doch. Mal, hier kommt die Lehmwand dazu. Außen bereits ein leichter Zaun. Hier wurde nicht ganz so gut gerodet. Ach da, er ist noch dabei. Also entfernt gerade den letzten Baum und die anderen Bäume. Also insofern lohnt sich das vielleicht sogar schon, wenn man die Häuser dahin baut, wo auch Wald ist. Weil da müssen sie ja letztendlich die Bäume erst entfernen und haben die ja gleich da vor Ort. Dann spart man sich vielleicht den Ochsen. Ist das vielleicht der erste Trick? Transportkosten gespart. Ah ja, jetzt sehen wir den Unterschied. Das Gebäude hier vorne ist groß genug. Das hat dann nämlich gleich schon so einen ja, Lagerplatz oder wie auch immer man es nennen möchte. Ja, hier kann man bestimmt Holz drunter stapeln. Während hier hinten die Möglichkeit ist,
dann irgendwann ein anderes Gebäude noch dazu zu bauen. Zum Beispiel den Ziegenstall und so weiter. Hofstätten. Obdachlose besiedeln Höfe. Wenn die Zufriedenheit hoch genug ist, werden auch neue Familien angezogen. Familien benötigen aber mehr als nur eine Unterkunft, um glücklich zu sein. Klickt auf das Gebäude, um die Bedürfnisse der Bewohner zu betrachten. Ja, schauen wir mal rein. Also, Hofstätte Stufe 1. Dort wohnt auf jeden Fall eine Dame drin. Sie hat bestimmt Bedürfnisse, nämlich Wasserzugang, das haben wir befriedigt. Und die Kirche, die kommt dann auch noch. Markt haben wir noch nicht. Dann brauchen wir einen Brennstoffstand, Lebensmittelstand und Bekleidung. Und hier können wir, aha, da ist es auch schon, weil sie die Möglichkeit hat, hier hinten in ihrem Backyard, in ihrem Hinterhof, noch etwas anzubauen, weil es groß genug ist, könnten wir hier für 15 Silbertaler den Gemüsegarten anlegen. Erfordert Arbeiter, die den Garten pflügen und das Gemüse ernten. Der Ertrag hängt von der Größe des Feldes ab. Und hier der Hühnerstall für 25. Der Hühnerstall gibt natürlich immer passives Einkommen an Eiern. Ah, Bau begonnen. Jawohl, also. Aber dafür sind, sehen wir auch gleich, die 25 Taler direkt weg. Und wir wollen natürlich jetzt auch nicht übertreiben, sondern erstmal einmal anfangen damit. Denn der Winter naht, ich bin mir sicher. Und irgendwann haben wir vielleicht zu viele Siedler und zu wenig Nahrung. Das, so war es zumindest in der Demo, der ein oder andere doch am Hunger gestorben ist und von uns ging. Schön ist aber auch, dass jetzt hier ein Friedhof verfügbar ist. Also 0 von 2 Baumaterialien. Da kommt der Ochse wieder. Okay, in dem Fall bringt er sie tatsächlich dahin, obwohl da noch Bäume sind. Und hier 0 von 2, aber es wurde schon gerodet. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob die hier die Bäume roden und dann die gefällten oder gerodeten Bäume. Ich will mal auf 1 drücken. Ob die gerodeten Bäume dann, sag schnell, direkt genutzt werden können. Bin ich mir nicht sicher. Boah, blitzt das hier. Guck dir das an. Ja, und wir sehen das. Also, wir verlieren möglicherweise Waren aufgrund dessen, dass wir sie noch nicht geschützt haben. Was natürlich richtig blöd wäre. Logistik, der Speicher, Lebensmittellager und hier das allgemeine Lager. Packstation, Anbindebalken. Lebensmittellager, ja, das sollten wir auf jeden Fall auch irgendwo hier mit hinbringen. Und das machen wir in der Priorität mal nach oben. Sehr hoch. Höchste. Okay. Jetzt müssten gleich unsere Menschen eigentlich eher anfangen, daran zu arbeiten. Thank you.
Ja, und da bin ich gespannt, ob jetzt hier diese Sträucher, Büsche, die hier vorne sind, ob die, je häufiger man drüber geht, irgendwann verschwinden. Ich weiß es nicht. Aber, also die höchste Priorität funktioniert offensichtlich. Ach, er hat einfach nur ein komisches Mützchen auf. Ich dachte gerade, was ist mit ihm? Ja, ich könnte, das habe ich glaube ich in der Demo auch mal gesagt, ich könnte hier auch einfach nur stehen und zugucken, wie die arbeiten. Das wäre mein Job. Irgendwo rumstehen und zugucken, wie andere arbeiten. Ach, ja, schön. Ja, das wäre tatsächlich noch so eine Idee. Weiß ich nicht, ob es kommt. Also Straßen bauen, ja, im Sinne von planen. Genauso wie jetzt mit dem Tool. Und dann müssten sie aber noch angelegt werden. Ne? Also müsste ja auch so ein Trupp hier kommen und das... bauen, weil so sind sie einfach da, ne? So, schauen wir mal. Wie ist denn die Kapazität hier im Holzfällerlager? 2 von 28 Stämmen sind derzeit drin. Wir haben insgesamt 14 Bauholz. Also da sind wir derzeit in einer ganz guten Position. So, und jetzt müssten die, glaube ich, von da hinten... Oh, gehen wir mal dahin. Alle die Steine holen, ne? Und schleppen, genau. Sie hat jetzt schön hier die Kiepe auf dem Rücken. Vorräte. Was nimmt er mit? Ein Stein oder? Ja, einen. Gut, ist ja auch schwer genug, die großen Hinkelsteine. Na, und es ist natürlich auch schon ein Weg bis hier vorne hin. Das liegt halt daran, dass ich gesagt habe, wir fangen hier an, statt da, wo sie das Lager für uns platziert haben. Ich meine, da werden wir auch früher oder später hinkommen, weil wir bleiben natürlich nicht so klein, ne? Ja, und ich habe mit Absicht tatsächlich hier diese Städte jetzt nicht so groß gebaut, dass dann noch die also diese zweite Erweiterung dazukommt, sondern ich möchte, war ja damals auch so, nicht jeder hatte halt ein Riesenhaus und Hof, das ist wie heute. Allerdings damals, also weiß ich nicht, wie es gewesen ist. Na, jetzt stell dir vor, irgendwo kommen Menschen und sagen so, wir gründen jetzt irgendwo um nirgendwo eine Siedlung. Da gibt es immer einen Boss, ne? Aber, und die wollten natürlich auch so nah wie möglich zusammen sein, aber wer hat festgelegt, wie groß das Land ist? Sind die einfach rumgelaufen und hat der Mann gesagt, so, hier hau ich einen Flock rein, da hau ich einen Flock rein, ach, da hast du schon einen reingehauen, gut, dann packe ich meinen daneben und, ach, ich will nicht so weit laufen, deswegen wird mein Grundstück jetzt kleiner. Wie haben die das gemacht damals? Das würde mich auch interessieren. Würde mich wirklich brennend interessieren. Ja, und ihr verzeiht bitte, dass ich nicht hier ständig auf schnell und wie auch immer drücke, sondern ich möchte das sehen. Ich liebe diese Atmosphäre und ich kann davon derzeit noch nicht genug bekommen. Will nicht heißen, dass ich das nicht doch irgendwann mal auf schneller spiele, um hier schnelleren Progress herbeizuführen. Aber derzeit schaue ich einfach sehr, sehr gerne zu. Und ich hoffe ja auch. Tja, aber das soll es gewesen sein für die Folge 2. Die ersten Häuser stehen, den ersten Sturm haben wir überstanden und wir sind im April. Gleich geht's weiter
ihn, also für mich direkt mit der nächsten Folge, denn ja, ich spiele natürlich weiter. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, gerne einen Kommentar. Gerne auch ein Abo, falls ihr keins haben solltet und mehr davon sehen wollt. Kommt auf den Discord-Server, Instagram, Twitter, Twitch und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.